Gestern war es soweit, Patch 1.3.5 mit richtig vielen großen Veränderungen ist rausgekommen und zwar Veränderungen bei den SMGs, bei den Shotguns, bei der Manticore, bei allen Waffen und Rüstungen über Stufe Blau und bei dem Anti-Cheat-System. Aber vorher noch am 1. Juli war ein Partner-Drop-Tag, da hatte ich übrigens meine Drops auch und da ist was schiefgegangen bei Twitch und zwar ist um 2 Uhr morgens plötzlich die Drop-Ausgabe, ja, die wurde gestoppt aus einem technischen Fehler, sage ich jetzt mal. Und deswegen hauen sie jetzt einen weiteren Drops-Tag raus. Und zwar diesen Freitag, das heißt am 8. Juli, gibt es nochmal für 24 Stunden die Chance, die Sapphire-Skin zu bekommen. Außerdem ein Banner, ich bin mir nicht ganz sicher, welches, bin ich selber mal gespannt. Und es wird natürlich wieder Drops geben, wahrscheinlich wieder bis 18 Stunden lang zu farmen. Also vielleicht sehen wir uns am Freitag, würde mich freuen. Ansonsten erstmal zu den Patch-Notes. Und zwar fangen wir an mit der SMG, beziehungsweise mit den SMGs, nämlich es betrifft alle SMGs. Der Recoil wurde reduziert. Mega cool. Es handelt sich hier um den horizontalen Recoil, also der Recoil, der nach oben und unten ausweicht. Und diesen haben sie reduziert, um eine höhere Genauigkeit bei den SMGs zu bekommen. Gleichzeitig wurde die Bewegungsgeschwindigkeit im ADS gesteigert. Das heißt, wenn man die Waffe auf Anschlag hat, kann man sich jetzt schneller bewegen. Also im ADS ein schnelleres Movement und somit ein kleiner Buff. Für die SMGs, wir werden sehen, wie stark sich das auswirkt. Auf jeden Fall haben die SMGs das deutlich verdient. Bei der Trench Gun, also bei der ersten Shotgun, die man sich holen kann und die eigentlich so ein bisschen als OP gilt, wenn man sie richtig einsetzt, ist sie schon ziemlich böse und kann Blaurüstungen two-shotten. Also hier gibt es eine sehr, sehr wichtige Veränderung und zwar wird der Schaden reduziert von insgesamt 80 auf 64, das heißt jeder Pellet, jede Kugel wird sozusagen um 2 Damage-Punkte reduziert. Also 16 Punkte weniger bedeutet, dass eben dieses Two-Shotten von Blaurüstungen ab sofort nicht mehr geht. Es ist nicht möglich, jetzt mal Headshots außen vor, aber ein ganz starker und wichtiger Nerf für die Trench Gun. Auch bei der PKR Maelstrom gab es eine Veränderung und zwar wurde hier das Recoil verbessert, also auch verringert. Auch hier geht es um den horizontalen Recoil von oben nach unten. Der ist besser geworden. Gleichzeitig aber gibt es einen Hipfire-Spread und einen ADS-Spread. Das bedeutet, dass beim Schießen der PKR Maelstrom die einzelnen Pellets, also es ist ja ein Schrotgewehr, das heißt, wir haben viele kleine Schrotkugeln, diese streuen stärker. Das bedeutet ganz einfach, dass auf größere Distanz weniger Pellets den Gegner treffen und damit weniger Schaden machen. Also sozusagen ein Nerf auf mittlere und natürlich große Entfernungen im ADS und im Hipfire. In dieser Kategorie bekommt auch die Bulldog einen Nerf und zwar verringert sich sozusagen die Feuergeschwindigkeit, also die Möglichkeit, nach dem ersten Schuss den zweiten rauszuhauen von 0,5 auf 0,6 Sekunden. Das heißt, ein ganz kleiner Nerf, damit der zweite Schuss etwas länger braucht. Jetzt haben wir im vorletzten Patch ja bereits einen Nerf gehabt zu der Manticore. Gleichzeitig mit der Manticore wurde die AR-55 genervt. Wer es nicht weiß, die AR-55 ist der Manticore ganz, ganz dicht auf den Fersen. Die beiden geben sich nicht so viel. Die Manticore ist ein bisschen genauer, hat eine etwas langsamere Feuerrate, dafür die höhere Genauigkeit und den höheren Durchschlag. Wenn man sich aber den Schaden pro Sekunde anschaut, dann liegen die wirklich dicht beieinander. Deswegen hat man für den Manticore-Nerf im vorletzten Patch auch die AR-55 genervt, um die beiden gleichzuhalten. Nicht, dass die AR-55 plötzlich besser ist als die Manticore. Und ja, es reicht nicht. Deswegen bekommt die Manticore jetzt einen weiteren Nerf. Und zwar im Recoil-Bereich. Also hier auch wichtig, dass der Schaden sich nicht verändert. Der Recoil steigt. Wir werden sehen, wie es genau aussehen wird in-game. Ist das horizontal, ist es vertikaler, ist das insgesamt der Recoil? Aber die Manticore wird leider etwas ungenauer. Jetzt ein ganz, ganz wichtiger Nerf und zwar für die Granaten. Jeder kennt es, ihr wollt in das Schiff und rausgehen oder ihr habt Kämpfe und wollt einen ganz fairen Fight haben. Plötzlich kommen euch 30.000 Granaten entgegengeflogen. Die Granaten konnten bisher gespammt werden und jetzt geht das nicht mehr. Wir haben ab sofort einen 1,8 Sekunden langen Delay zwischen den Granaten. Das heißt, Granate wird geworfen und man muss jetzt knapp 2 Sekunden warten, bis die nächste Granate geworfen werden kann. Ein ganz, 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 ganz wichtiger Nerf, um dieses Granaten-Spammen zu unterbinden. Auch wichtig meiner Meinung nach die nächste Veränderung und zwar werden jetzt Rüstungen und Waffen, die überblau sind, gebufft. Und zwar ist das so, dass alle einen Buff bekommen von einem Punkt. Das bedeutet, die Rüstungen haben einen Rüstungspunkt mehr und die Waffen haben eine Durchschlagskraft mehr, also eine Rüstungsdurchdringung mehr. Jeweils einen Punkt für die exotischen, für die epischen und auch für die legendären Items. Das heißt, sowohl die legendären
Waffen, als auch der legendäre Helm beispielsweise, jeweils einen Punkt mehr. Im Zuge dessen wurde auch das Verhalten unseres Prospektors verbessert, also die Spielerfigur kann jetzt besser laufen, das heißt, der Winkel sozusagen, der bestiegen werden kann, also wie steil darf ein Hang sein, dass man dann hochlaufen kann, der wurde um 5 Grad angehoben, also man kann jetzt noch steilere Berge leichter, also überhaupt hochgehen. Dasselbe ist mit der Stufenhöhe, das heißt die Schritthöhe unseres Spielers, Spieler hat sozusagen längere Beine bekommen. Wir können jetzt Stufen, wo wir vorher nicht drüber gehen konnten, weil die so hoch waren, wo man springen musste, jetzt eher überlaufen. Also die Schritthöhe wurde verbessert und der Cooldown beim Klettern. Also wenn man geklettert ist und dann sozusagen die Millisekunden zwischen der nächsten Kletteraktion, die man ausführen konnte, die wurde ebenfalls verbessert. Also der Cooldown hier wurde reduziert, sodass man schneller klettern kann. Das nächste wird die meisten sicherlich sehr freuen, und zwar gibt es einen You are banned Screen, also du wurdest gebannt Bildschirm. Für die Leute, die gebannt wurden, die gehen also wieder rein in das Spiel und sehen plötzlich, oh shit, ich wurde gebannt. Im Zuge dessen natürlich auch Veränderungen im Anti-Cheat-System. Also das Anti-Cheat-System, wer es nicht weiß, wir haben mittlerweile, glaube ich, 28.000 Leute gebannt. Stand, glaube ich, letzte Woche. Und ja, das Battle-Eye-System und das interne System und die ganzen Algorithmen, die da wirken, die werden wirklich, an denen wird stark gearbeitet und das Anti-Cheat-System wird verbessert. Genaueres haben wir jetzt nicht, aber da wurde auch upgedatet. Und das Spiel wird sozusagen zusätzlich zu dem Anti-Cheat-System jetzt interpretierte Werte, also Werte, die sozusagen hindeuten, dass ein Spieler einen Cheat benutzt, die werden jetzt sozusagen spielintern, unabhängig von dem Anti-Cheat-System, auch nochmal genutzt, um Spieler zu bannen. Das bedeutet ein zusätzliches Bannsystem sozusagen in-game, rein anhand der Spielwerte. Also wenn jemand zum Beispiel innerhalb von, was weiß ich, 3 Sekunden 17 Spieler killt mit Headshots und der Scarab, dann ist da was faul und diese Werte sozusagen werden jetzt auch nochmal genutzt, damit das Spiel Leute bannen kann. Super, super geil. Vielleicht kriegen wir dann nochmal eine dicke Bannwelle. Ich bin schon gespannt auf die Zahlen nach dem Patch nächste Woche, wie sich das Verhältnis jetzt verändert von den gebannten Leuten über diesen Zeitraum. Also sehr, 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 sehr spannend. Das war's von meiner Seite aus. Ich bin live von Freitag bis Sonntag, immer diesen Freitag sogar nochmal mit Drops ab 12 Uhr. Ich freue mich, euch zu sehen. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und sauber, macht keinen Quatsch und hasta luego. Ciao, 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 ciao.